Wir sind Shipster. Das Booking.com der Logistik. Frachtraten ganz einfach vergleichen und buchen. Das Unternehmen Shipster wurde ursprünglich von Christian Wilhelm, Stefan Maratzky, Oliver Ritzmann und Jürgen Leger in Luxemburg gegründet und besteht seit 2015. Shipster beschäftigt aktuell 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat eine Plattform entwickelt, den Logistikeinkauf zu vereinfachen und zu automatisieren. Na, 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 Shipster! Ich sitze jetzt hier zusammen mit Christian Wilhelm und Oliver Ritzmann von Shipster. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Ihr habt euch ja auf den digitalen und smarten Einkauf in der Logistikbranche spezialisiert. Vielleicht kannst du Christian kurz erklären, was bedeutet das genau? Absolut, liebend gern, danke. Was bedeutet es ganz genau? Wir haben 2015 zusammen mit einem Co-Founder, mit dem Stefan, Shipster gegründet und die Intention war, wir hatten uns 2015 tatsächlich überlegt, warum wir eigentlich unsere Pizza mit dem Smartphone einkaufen. Ja. Und wenn wir über das größte Ökosystem der Welt sprechen, die Logistik, dass wir dann immer noch zum Hörer greifen. Und das hat uns quasi einen Beweggrund gegeben gehabt, hey, lass mal was tun. Und dementsprechend haben wir das Unternehmen gegründet und haben sehr erfolgreich eine Plattform eingeführt und einen Marktplatz. Und Oliver, vielleicht zu dir, welche Vorteile bietet sich so dem Kunden? Ja, erstmal, was wir machen wollen, ist, wir wollen allen den digitalen Einkauf zugänglich machen. Und die Vorteile sind, je mehr mitmachen, desto mehr Datenmasse generieren wir und wir können den intelligenten Einkauf ermöglichen. Da wären wir das erste Unternehmen weltweit, die dann komplett autonom einkauft. Und die Vorteile vom Kunden sind, dass der Kunde im Prinzip diesen ganzen Aufwand beim Ausschreiben, Auswerten, Nominieren reduziert im Prinzip auf automatisierte Prozesse. Und viele, und da kommt die Intelligenz ins Spiel, die Vergabeentscheidung nicht nur auf den Preis reduziert, sondern tatsächlich auch Kapazität berücksichtigt, Performance, Marktdaten, also Benchmarking, wie verhalten sich eigentlich die Preise von meinen Logistikdienstleistern zum Markt, Credit Rating und viele andere Parameter. Und somit entsteht wirklich eine powervolle Lösung. Und die Nutzer können sich dann mehr im Prinzip darauf konzentrieren, ihre Logistikdienstleister zu managen. Verstehe. Ihr habt noch ein ganz spannendes Projekt, das Marktplatzprojekt. Was steckt dahinter? Unser Ziel, unsere Mission ist eigentlich, wir wollen jedermann Zugang geben, Frachtraten digital einzukaufen. Und der Marktplatz bietet einfach eine super einfache Möglichkeit, dem User seinen 20-Fuß-Container beispielsweise von Hamburg nach Shanghai einzukaufen. Mhm. Cool. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ja, danke. Ciao, ciao.